Guten Abend. Herzlich willkommen. Das war schon ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Heute und morgen. Ich freue mich sehr, auch wenn das jetzt keine Riesentagung ist. Dafür gibt es viele, die ich ausgesprochen gerne in der Böll-Stiftung sehe, die heute hier sind. Und alle, die neu in der Böll-Stiftung sind, sind natürlich auch ganz herzlich willkommen. Wir haben uns dieses Thema ausgesucht, weil wir das doch für ein unterbelichtetes Kapitel in der Geschichte der Grünen halten. Der Fokus liegt ja auf die Grünen und die Wiedervereinigung. Geht also nicht darum, nochmal die ganz große Geschichte aufzuarbeiten, obwohl die natürlich den unverzichtbaren Rahmen bildet für die besondere Geschichte, die wir in den nächsten anderthalb Tagen hier verhandeln wollen. Und da ich selbst ein bisschen als Akteur an diesen Geschehnissen beteiligt war, fällt jetzt meine Begrüßung etwas subjektiver aus, als das normalerweise der Fall ist. Ich war, als die Mauer fiel 1989, einer von damals drei Bundesvorstandssprechern alias Vorsitzenden der Grünen. Vorbereitet waren wir auf diese historischen Ereignisse nicht, obwohl sich die Protestbewegung gegen die SED-Herrschaft über Monate hinweg aufgebaut hatte. Ich erinnere mich noch dunkel, dass ich mich am Morgen nach der Öffnung der Grenze von Bremen aus ins Auto warf und nach Berlin düste, um, ja was, um dabei zu sein, wenn Geschichte gemacht wird, um einen persönlichen Eindruck zu bekommen, um politische Gespräche zu führen oder bedeutsame Kommentare abzugeben, vermutlich von allem etwas. Mit politischen Gesprächen war es dann nicht so weit her. Alle waren auf den Beinen und es war noch vor der Zeit des Mobiltelefons, also war kaum jemand zu erreichen. Wer politische Verantwortung in der Stadt trug, hatte ohnehin Wichtigeres zu tun. Und die Presse hatte auch nicht unbedingt auf mich gewartet. Aber das Bild der Mauerspechte und das Klopfen der Hämmer, mit denen sie Stücke aus dem antifaschistischen Schutzwall schlugen, werde ich wohl nie vergessen. Ein knappes Jahr später folgte dann die Wiedervereinigung. In den Bundestagswahlkampf 1990 gingen die Grünen, wir haben es gerade gesehen, West, die Grünen West, mit dem Slogan: Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Da hatte Christian Ströbele mich schon als Bundesvorsitzender abgelöst, aber ich hatte den Wahlkampf mit vorbereitet und ich erinnere mich noch vage an diese Rede, die man da auch auszugsweise sah. Ziemlich bewegte und engagierte Rede zum Klimawandel als Herausforderung des Jahrhunderts, die ich damals auf einem Parteitag im Juni 1990 gehalten habe. Wir waren also einerseits unserer Zeit voraus und gleichzeitig lagen wir komplett daneben. Helmut Kohl dagegen, den wir verachteten, war auf der Höhe der Zeit. Im Rückblick muss man sagen, er erfasste den historischen Moment und handelte nicht im Alleingang, sondern im Konzert mit Europa, den USA und der Sowjetunion. Wir dagegen waren vom Fall der Mauer und der Dynamik der folgenden Ereignisse überfordert. Die friedliche Revolution vor unserer Haustür faszinierte uns, aber weder kamen wir mit der Wendung Richtung deutsche Einheit zurecht, noch erfassten wir die europäische Dimension dieses Aufbruchs. Das war ja der Anfang vom Ende der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, also einer wirklich historischen Umwälzung.
Als Präsident Reagan wenige Monate vor dem Kollaps der DDR an der Berliner Mauer ausrief, Mr. Gorbatschow, tear down this wall, reißen Sie diese Mauer nieder, hielten ihn viele für einen unverbesserlichen kalten Krieger. Und solange in Leipzig noch gerufen wurde, wir sind das Volk, fanden wir das gut. Die Zahl der SED-Fans bei den Grünen war doch sehr überschaubar. Es gab sie aber doch nur am Rand. Als es dann aber hieß, wir sind ein Volk, war das vielen nicht mehr geheuer. Ausgerechnet wir Grüne, die sich so gern als Partei der Veränderung sehen, wurden in dieser Umbruchssituation zu Verteidigern des Status quo. Zwei deutsche Staaten sind besser als einer. Allenfalls Konföderation, aber keinesfalls Wiedervereinigung. Zumindest galt das für die große Mehrheit derjenigen, die auf Bundesebene aktiv waren. Es gab auch andere Stimmen, zum Teil aus dem bürgerrechtlichen Spektrum der Grünen, zum Teil von Leuten, die schon in ihrer K-Gruppenzeit die Parole eines vereinigten sozialistischen Deutschlands verkündet hatten. Nebenbei stand auch Rudi Dutschke, der noch an der Gründung der Grünen beteiligt war, dieser Idee nicht so fern. Angeblich habe ich diese Leute damals als Kyffhäuser-Fraktion in den Grünen bezeichnet. Es gibt Zeitgenossen, die haben ein besseres Gedächtnis als ich. Ich traue mir das aber zu. Die Synthese spiegelte unser damaliges Nichtverhältnis zur nationalen Frage wider. Nation war etwas Überholtes, wenn nicht Reaktionäres. Ein Relikt aus der Mottenkiste des 19. Jahrhunderts, dessen Exzesse eine tiefrote Blutspur in Europa hinterlassen hatten. Wir waren Europäer, weil wir Antinationalisten waren. Und zwischen Nation und Nationalismus gab es kaum einen Unterschied. Die deutsche Vereinigung konnten viele damals nur als restaurativen Akt denken, als Wiederherstellung von Großdeutschland. Das galt für Joschka Fischer, aber auch für Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Es galt für evangelische Kirchenfürsten und den DGB. Für einen Gutteil der Westlinken war die deutsche Teilung die gerechte Strafe für Nationalsozialismus und Krieg und zugleich eine Vorkehrung gegen eine Wiederkehr der Gespenster der Vergangenheit. Wir misstrauten der demokratischen Läuterung der Deutschen zutiefst. Außerdem mögen manche geahnt haben, dass die Wiedervereinigung das rot-grüne Projekt, das Fischer und Lafontaine bereits mit Eifer vorbereiteten, um Jahre zurückwerfen würde. Die politische und kulturelle Dominanz der Toskana-Linken war in Gefahr. Am Abend der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990, als eine überwältigende Mehrheit faktisch für die Wiedervereinigung gestimmt hatte, saß ich zusammen mit Helmut Kohl und Oskar Lafontaine in der Bonner Runde der ARD. Ich hatte mir einen Satz zurechtgelegt, den ich bei passender oder, ich weiß nicht mehr, unpassender Gelegenheit dann auch anbrachte. Ich warf Kohl vor, er sei mit der CDU in die DDR einmarschiert wie ein Elefant in den Porzellanladen. Statt der Demokratiebewegung in Ostdeutschland Raum und Zeit zu lassen, etwas Eigenes und etwas Neues aufzubauen, eine Alternative zur Kälte des Kapitalismus und zur Nüchternheit der parlamentarischen Demokratie, auf die sich die Westgrünen nur zögerlich eingelassen hatten. Wir siegelten ja unter der Flagge der Basisdemokratie. Runde Tische fanden viele ein interessantes Experiment, ein Schritt Richtung direkter Demokratie. Viele von uns hatten große Sympathien für die Bürgerbewegung in der DDR. Wir sahen sie als Verbündeten auf der Suche nach der Systemalternative, nach einem dritten Weg jenseits von Kapitalismus West und bürokratischem Sozialismus Ost. Zugleich betrachteten wir sie als Vehikel, um unsere eigenen alternativen Ideen voranzubringen. Wenn ich nicht irre, teilten viele Akteure des Neuen Forums und der anderen oppositionellen Gruppen diese Haltung.
Man war gegen die SED-Diktatur, hatte aber starke Vorbehalte gegen Konsumgesellschaft, Parteiendemokratie und Konkurrenzkapitalismus. Man wollte raus aus dem Warschauer Pakt, aber keinesfalls rein in die NATO. Reform der DDR, das war der vorherrschende Ton auf der berühmten Kundgebung vom 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz, auf der Gregor Gysi und Markus Wolf neben Christa Wolf, Stefan Heim, Marianne Birtler und Jens Reich auftraten. Sie schlugen durchaus unterschiedliche Töne an. Es gab Pfiffe gegen Markus Wolf und es war sonnenklar, dass daraus kein politisches Bündnis werden würde. Die einen wollten die SED-Herrschaft retten, die anderen eine Alternative auf ostdeutschem Boden schaffen. Als dann nach der Jahreswende 1990 die Stimmung Richtung Wiedervereinigung kippte, wurden die Dissidenten und Bürgerrechtler der ersten Stunde zunehmend an den Rand gedrängt. Mit der Vereinigten Bundesrepublik wurden viele auch danach nicht warm. Einer der bittersten Sätze kam von Bärbel Bohley: Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Schwer vorstellbar, dass sich Andrei Sacharow oder Adam Michnik jemals so geäußert hätten. Für sie war klar, dass es keine Gerechtigkeit ohne Rechtsstaat gibt. Grüne West und Aktivisten Ost waren vereint in der Enttäuschung über den Ausgang der Volkskammerwahl. Der Unterschied war, dass die Bürgerrechtler im Osten, zumindest diejenigen, die sich nicht zurückzogen, nicht lange haderten, sondern sich mit viel Schwung in die gesamtdeutsche Politik stürzten, während die Grünen West in hohem Bogen aus dem Bundestag herausflogen. Vertreter der Bürgerbewegung im Osten, allen voran Wolfgang Ullmann, den wir eben auch gesehen haben, gehörten zu den treibenden Kräften der Initiative für eine neue deutsche Verfassung, die für einige Monate Furore machte, bevor sie von der Macht des Faktischen überrollt wurde. Es war der letzte prominente Versuch, die Vereinigung nicht als Anschluss, sondern als Neubeginn zu inszenieren, auch wenn klar war, dass die alte Bundesrepublik und ihr Grundgesetz das Fundament des wiedervereinigten Deutschlands bilden würden. Wer hätte damals gedacht, dass heute Angela Merkel ihre dritte Amtszeit als Bundeskanzlerin absolviert und mit Joachim Gauck, ein bürgerbewegter ostdeutscher Pfarrer, den Präsidenten der Republik stellt? Sie bilden die Spitze einer ganzen Reihe von Ostdeutschen, die in den letzten 25 Jahren einen unverwechselbaren Fußabdruck in der politischen Landschaft hinterlassen haben. Viele kamen aus den Reihen von Bündnis 90 und haben sich bei den Grünen durchgeboxt. Einige sind heute und morgen auf dieser Konferenz zu sehen und zu hören. Und ich bin sehr gespannt, wie ihre Bilanz ausfällt. Unsere Tagung hat eine doppelte Blickrichtung. Wir halten Rückschau auf eine bisher wenig beleuchtete Phase grüner Politik. Und wir fragen auch nach Erkenntnissen für grüne Politik heute. Welche Haltung haben die heutigen Grünen zur Nation? Nicht als ethnische, sondern als politische Gemeinschaft. Und zum Nationalstaat? Was verbinden Sie mit der politischen Kategorie des Westens? Was ist geblieben von der Idee einer Alternative zum Kapitalismus oder einem dritten Weg? Es liegt auf der Hand, dass sich diese Fragen nicht erledigt haben. Sie sind heute auf andere Weise so virulent wie vor 25 Jahren. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Zeitzeugen bedanken, die unserer Einladung gefolgt sind, bei allen Referentinnen und Referenten. Ein besonders dickes Dankeschön geht an meine Kolleginnen und Kollegen der Stiftung aus unserer Inlandsabteilung, dem Tagungsbüro, der Öffentlichkeitsarbeit und namentlich an Michael Stomjenko und Carmen Herzog, die diese Tagung vorbereitet haben. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unser Online-Dossier auf der Homepage der Stiftung. Es versammelt
diverse aktuelle Beiträge sowie Texte aus dem Archiv Grünes Gedächtnis zu 30 Jahre Grün in Ost und West und zur Wende 1989-90. Ich wünsche uns allen eine interessante und lebhafte Konferenz und übergebe damit an die Moderatorin des ersten Podiums, an Margit Mioska, Journalistin beim RBB Kulturradio. Vielen Dank.